Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit findet ja der nächste Livestream statt mit dem Campfire Talk, wo alle Änderungen zu den Charakterklassen, zu den Uniques, zu den legendären Aspekten und viele mehr gezeigt werden und auch erklärt werden. Und eine Sache, da möchte ich gerne vorweggreifen, die wird auch heute Abend genauer erklärt, aber da wissen wir jetzt schon, dass sich dort sehr viel ändern wird. Ich hatte euch im letzten Video schon erklärt, dass es in Weltstufe 3 und auch in Weltstufe 4 jeweils nur noch Heilige, beziehungsweise in Weltstufe 4 nur noch vermachte Items fallen werden. Und das ist schon mega, mega krass. Zusätzlich wurde das ganze Dropsystem überarbeitet und auch die Gegenstandsmacht erhöht. Und zwar ist es ja jetzt aktuell so, dass ihr in Weltstufe 4 durchaus heilige Items wie das hier finden könnt, mit einer Gegenstandsmacht von zum Beispiel hier 675 Gegenstandsmacht. In Zukunft wird es aber so sein, dass wenn ihr in Weltstufe 4 spielt, die Gegenstandsmacht daran gekoppelt ist, wie welches Level das Monster bzw. der Gegner hatte, den ihr besiegt habt. Sowohl das Minimum als auch das Maximum hängt davon ab. Und wie gerade schon gesagt, wird es in Weltstufe 4 nur noch vermachte Items geben. Jetzt wissen wir noch nicht ganz genau, wie die Range ist, was das Minimum angeht, aber wir wissen schon, wie die Range ist, was das Maximum von Gegenstandsmacht angeht. Da hatte der Joe Pipiora auch nochmal einen Tweet verfasst, weil im Livestream wurde nur was gesagt von 920 Maximum. Aber das Maximum wurde angehoben auf 925. Das bedeutet, wenn ihr einen Gegner besiegt in einem Nightmare Dungeon Stufe 100, dann sind die Gegner ja Level 153 und ein 153er Monster kann ein 925er Gegenstandsmacht-Item fallen lassen. Das bedeutet zusätzlich, wenn ihr Level 100 seid und normal in der Welt rumlauft und dann andere Level 100 Monster besiegt, weil in der Overworld wird ja ab Weltstufe 4 und auch in Weltstufe 3, glaube ich, ab Level 55 und Weltstufe 4 ab Level 65, nagel ich mich nicht drauf fest, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall wird das Monster-Level immer auf dem Level sein, wo ihr gerade seid. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade Level 100 und normalerweise war es jetzt immer so wie es jetzt gerade auch ist, dass die Gegner 5 Level unter euch sind. In Zukunft wird es aber so sein, dass die Gegner immer auf dem gleichen Level sind wie ihr. Das soll einerseits dazu führen, dass ihr schneller levelt, aber auch die Items stärker sind, die fallen. Und wenn ich jetzt hier mal gerade zu einem Gegner gehe, dann seht ihr, die sind Level 95. Und in Zukunft wird es halt so sein, dass die Gegner dann auf eurem Level sind. Und wo wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, genau. 925 Gegenstandsmacht bei Level 153 und es wurde schon gesagt, dass ab Level 100 die Gegner ein Gegenstandsmacht mehr haben können, Minimum und Maximum. Das bedeutet, wenn ihr die 925 zurückrechnet, werden Monster auf Level 100 Gegenstandsmacht vom Maximum 872 fallen lassen. Ob das wirklich 1 zu 1 so sein wird, wissen wir jetzt noch nicht wirklich, weil der Joe hatte das in einem Entwicklertalk nur so gesagt, ab Level 100 jeweils ein Gegenstandsmacht und unter Level 100 jeweils zwei Gegenstandsmacht. Wo das Minimum ist, wissen wir auch noch nicht 1 zu 1. Wir wissen nur, es wird ein Minimum geben, was fallen lassen. Gefallen. Sprachenlernen, Bubble. Es wird ein Minimum an Gegenstandsmacht geben und es wird ein Maximum von Gegenstandsmacht geben und beides wird mit dem Level der Gegner erhöht. Die Range von Affixen hat sich nicht geändert, die bleibt genauso wie jetzt auch. Das bedeutet, es wird hier zum Beispiel, gibt es ja Schaden gegen verwundbare Ge Ziele, seht ihr ganz oben. Da wird es keine Änderung an der Range geben, auch wenn das jetzt diese Waffe hier jetzt 925 Gegenstandsmacht hätte, würde sich an dem Affix nichts ändern. Zu dem Power Thresholds, das bedeutet, bei bestimmten Gegenstandsmacht Sprüngen, früher war es 625, 725 und 825. Ob sich da was dran ändert, wird auch erst im Campfire gesagt. Dazu gibt es noch keine Informationen. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, ob es nach 825 vielleicht nochmal ein
Threshold gibt oder ob sich da irgendwas ändert. Wir wissen es jetzt noch nicht. Ich muss sagen, ich finde die Änderung ganz gut, weil es bisher so war, dass sobald ihr auf Weltstufe 4 gekommen seid, ich kenne das noch aus der Boosting-Zeit, konntet ihr auch auf Level 60 oder 50 oder wann auch immer auf Weltstufe 4 seid, vermachte Items finden mit über 820 Gegenstandsmacht, sowohl beim Shop als auch irgendwo in der Welt. Und jetzt ist das wahrscheinlich nicht mehr möglich. Das macht natürlich, dass ihr A, auf geringerem Level nicht so komplett overpowered sein könnt und B, dass ihr mit jedem weiteren Level, den ihr steigt, auch besseres Equipment bekommen könnt. Bedeutet, wenn ihr auf Level 60 seid, kriegt ihr vielleicht irgendwie sowas mit Gegenstandsmacht 750 oder so. Und wenn ihr Level 100 seid, dann habt ihr erst die Möglichkeit, Gegenstandsmacht 925 zu finden, beziehungsweise 820. Und wenn ihr Nightmare Dungeons lauft mit Gegnern auf Level 153, dann habt ihr wirklich die richtige Wahrscheinlichkeit, 925 Gegenstandsmacht zu bekommen. Übrigens noch ein ganz kleine Information am Rand. Wer sich jetzt fragt, was mit den Uber-Unix ist, von Duriel, die werden immer Maximum an Gegenstandsmacht haben, das heißt 925 und auch das Maximum an Affixen. Wie es zu den Uber-Unix steht, die ihr in der Welt findet, wurde leider nichts gesagt, ob sich da was ändert. Vielleicht hören wir da heute Abend was zu. Apropos heute Abend, wenn ihr live dabei sein wollt, wie ich drauf reagiere, dann schaut auf jeden Fall mal bei Twitch vorbei. Ansonsten wird es morgen für euch die Zusammenfassung geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und schreibt mal eure Meinung unten in den Kommentaren, wie ihr das findet, dass es jetzt A, nur noch Heilige in Weltstufe 3 gibt und keine normalen und in Weltstufe 4 nur noch vermachte Items und die ganzen Änderungen an der Gegenstandsmacht plus die 100 Gegenstandsmacht, die jetzt on top kommen, bedeutet natürlich auch, dass wir sehr viel stärker werden. 925er Item ist sehr wahrscheinlich sehr viel stärker als hier 817 Gegenstandsmacht. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.